Ausflug nach Bad Windsheim ins Freilandmuseum. Hallo, willkommen bei der Kartenmoni. Ich nehme euch heute wieder mit. Das war eine spontane Idee, dass ich jetzt da herfahre. Deswegen habe ich mir nur was ausgedruckt, damit ich euch ein bisschen was vorlesen kann. Ansonsten, ja, was ich weiß, das erzähle ich dann für eine. Ja, ihr seht, also hier ist der Eingang. Und das Freilandmuseum Bad Windsheim, das ist sehr bekannt. Das ist groß, 45 Hektar groß. Ach, jetzt kommt der Traktor. Ja. Und das sind halt alte historische Gebäude zum Teil. Und die schauen wir jetzt einfach mal an. Bevor ich jetzt da reingehe ins Freilandmuseum, schaue ich mir erst noch den Heil- und Gewürzkräutermarkt an. Weil der ist nur noch diese Woche und den wollte ich mal anschauen einfach. Wollte mal durchgehen. Da sind ein paar Hühner. Solche habe ich noch gar nicht gesehen. Die sind groß. Aber die sind sehr schön. Ja, was denn? Ja, natürlich. Goldig, ne? Die laufen mir doch jetzt tatsächlich nach. Wenn ich jetzt schneller gegangen bin, sind sie auch schneller gelaufen. Langsam, dann gehen sie auch langsamer. Aber hier Schluss für sie. So, hier im alten Bauhof muss dieser Kräutermarkt sein. Gehen wir rein. Oh ja, da riecht schon richtig nach Kräuter. Ah, da ist ein kleiner Kräutergarten aufgebaut. Deswegen duftet es so. Herzgespann, was ist denn das? Das habe ich noch nie gehört. Der Rosmarin blüht da auch, meiner auch daheim. So nebenbei einmal zeige ich euch einmal, wie früher die Häuser gebaut worden sind. Wir kennen das bloß mit den Steinen, Stein auf Stein, aber das ist ganz anders gemacht worden. Da ist ziemlich viel reingeflickt, aber hat Jahre. Hunderte von Jahren gehalten. Kräuterbonbons gibt es auch zu kaufen. Naja, die kennen wir ja. Gibt es ja sogar im Supermarkt, ne? Was haben wir denn da? Basilikum. Da habe ich erst meins pickiert, brauche ich keins. Das ist der Tee, irgendwas mit Leben, also dass man gesund lange lebt irgendwie. Habt ihr denn einmal im Garten gehabt, den hätte ich beinahe mal losgebracht. Ausdauerndes Basilikumrot. Da könnte man mal eins mitnehmen. Paprika-Basilikum. Interessant. Zeige ich euch schnell mal den Dachstuhl von dem alten Bauhof. Oh. Ja, die haben früher schon ganz gut gearbeitet, muss ich sagen. Die haben schon gewusst, was machen. Damit es lang hält. So, und jetzt gehen wir mal da raus. Irgendwo muss doch mehr Gewürze geben, das kann ich gar nicht verstehen. Da ist noch was. Naja, die Kapuzinergrüße kann man ja auch mit essen, ne? Das wisst ihr ja. Traurige Katzenminze brauche ich nicht. Na, schauen wir mal weiter. Ah, da gibt es jetzt Gewürze zum Kaufen. Jetzt bin ich richtig. Suche ich mir jetzt was raus, was ich noch nicht habe? Muss ich mal rumgehen, einfach erst einmal schauen und dann noch einmal gezielt, dass ich was kaufe. Ja, auch da finde ich genug. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Also echt, da weiß man gar nicht, was man alles kaufen soll. Das gibt ja Gewürzpflanzen, wusste ich gar nicht, dass sowas überhaupt gibt. Aber was ich gefunden habe, das ist ein Kümmel.
Das suche ich schon ewig. Ich habe schon so oft gesät, aber der ist nicht aufgegangen. Und hier ist er. Ich zeige euch das daheim dann noch einmal. Ich muss jetzt unbedingt weiterschauen und dann will ich ja ins Freilandmuseum. So, ich habe jetzt eine kleine Ausbeute mitgenommen. Das sind einmal diese Zwiebeln, wenn ihr die kennt. Also die heißen auch Heckenzwiebeln. Die nehme ich immer für Salat und ich habe noch eine daheim. Alles andere ist mal kaputt worden, warum auch immer. Und da nehme ich immer von den Schlauch, das unterste, reißt es vorsichtig oder zieht es vorsichtig nach unten, damit nichts verletzt wird. Und dann wächst es wieder weiter. Und das, was ich heruntergetan habe, schneide ich in Ringe und tue das zum Salat. Da habe ich ein paar Mangoldpflanzen gekauft. Dann brauche ich gar kein Sänetz. Erst wieder später. Currykraut hatte ich noch nie. Und da ist der Kümmel. Ja, Kümmel. Hier seht ihr das. Zeige ich euch dann daheim alles noch einmal. Und da habe ich noch einen Kreuzkümmel gekauft. Habe ich auch noch nie im Garten gehabt. Ja, das reicht dabei, weil ich muss ja das alles erst zum Auto tragen, bevor ich jetzt dann ins Freilandmuseum reingehe. Also, dann geht es jetzt einmal los. So, jetzt bin ich am Freilandmuseum angelangt. Da ist eine Gaststätte drin, das weiß ich noch, weil ich war vor Jahren schon einmal da. Hier ist der Eingang, da gehe ich jetzt rein. So eine Wiese sieht man als Stadtmensch selten noch. Also herrlich. Oh, hör das, es donnert. Na toll, wenn die Gartenmoni schon unterwegs ist, ne? Da schimpft mich irgendwer, aber ich glaube nicht. Wird schon vorbeigehen. Jetzt fängt es auch noch zu tröpfeln an. Egal, jetzt gehen wir mal da rüber. Schauen wir mal, was da drüben zum Anschauen gibt. Ich werde jetzt einmal in das Haus reingehen. Das Gewitter wird immer schlimmer, also der Donner. Und ich warte jetzt einfach da drinnen mal ab. Und vielleicht gibt es auch was Interessantes zum Sehen. Ja, ein schöner alter Kachelofen. Stelle ich mir so richtig schön vor, wenn es kalt ist, der Kachelofen gibt dann die Wärme ab und dann sitzt die ganze Familie da und isst oder singt, klöppeln, alles hat es doch früher gegeben. Muss schön gewesen sein. Da geht's raus zur Speisekammer. Da ist ja das Holz gelagert, wann sieht man. Und da ist geschürt worden von da aus. Gehen wir mal da wieder raus. Oh, die alte, alte Tür. So haben die Türen früher ausgeschaut. Hm? Dann gehen wir mal oben rauf. Hier stehen alte Betten, so wie sie halt früher waren, mit Federbetten. Ich kann mich noch erinnern, als Kind bei meiner Tante am Bauernhof, die hatte auch immer so Federbetten, ganz dick. Da konnte ich mich immer nicht richtig einwickeln und das hat mir gar nicht gefallen. Da war ich gerade zum Fenster raus, da hat sich eine Kuh untergestellt, weil es jetzt wegen zum Regnen anfing. Ja, und wie wurde ich früher konserviert? Die meisten Bauernhöfe oder alle Bauernhöfe hatten ja Obstbäume und im Winter brauchten sie ja Obst. Das haben sie dann so gemacht, dass sie entweder eingeweckt haben oder sie haben es gedörrt, Dörrobst draus gemacht oder Marmelade und Gelee und sie haben natürlich auch Saft, Most und Schnaps gemacht. Das ist klar, das gehört immer dazu. Mit so einer Waage wurde früher das Getreide und die Kartoffeln gewogen. Da
jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als abzuwarten. Schaut mal jetzt, wie das regnet. Immer noch, aber es hat jetzt endlich fast zum Regnen aufgehört, also nur fast. Da vorne sind die Stangen, da machen die, oder da, ja, da wächst schon der Hopfen. Da wächst schon der Hopfen. Im Freilandmuseum, da sind ja die Gärten, wie sie früher auch waren, machen sie ja überall, damit man das sieht, wie das früher war. Und unter anderem eben den Hopfen da, ne? Ja, der klettert schon von unten. Hier, seht ihr es? Dann gehe ich mal weiter. Ich suche nämlich unbedingt einen Bauerngarten. Und das ist ein ziemlich großes Gelände, wie ich schon erwähnt habe. Und das schaffe ich jetzt heute wirklich nicht. Durch das, dass jetzt so geregnet hat, habe ich mich in einem Haus aufhalten müssen, fast eine Dreiviertelstunde. Ja, da ist halt überall was ausgestellt da drinnen. Ist recht schön gemacht. Ich sehe schon, ich muss da irgendwann noch einmal kommen. Und zwar, wenn es einmal nicht regnet. Aber das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Beziehungsweise, die haben gesagt, dass es erst gegen Abend regnen soll. Und das da müsste so ein alter Backofen sein. Da gehen wir jetzt einmal außen rum. Hier ist das eine Haus, da sind wir gerade rumgegangen. So, hier, ja, tatsächlich, da haben sie mir ja Brot drin gebacken. Ne? Wird wahrscheinlich auch jetzt noch gebacken bei Vorführungen, denn die gibt es da nämlich auch. Ja, dann geht es wieder weiter. Also, wie gesagt, alles kann ich nicht machen. Bei dem Wetter macht es gar keinen Spaß. Das ist ein Kleinbauernhaus, das ist 1670 gebaut worden und die Giebel oben, die sind etwas neuer, die sind 1804 dann dran gebaut worden. Ich möchte bloß einmal in das kleine Gärtle reinschauen. Da kann man auch ins Haus rein, das machen wir auch noch, aber jetzt schauen wir erst einmal in den kleinen Garten. Ach, das ist goldig da. Dadurch. Hier. Wie in jedem so einem alten Haus kommt man rein, der Flur, und dann geht es rechts wieder in die gute Stube. So haben sie es ja immer genannt. Dunkel ist natürlich da, aber wie da, die Tisch, Stühle und ringsrum ist die Bank. Wenn sich die Familie versammelt hat, haben die Plätze schon gebraucht. Ne? Und natürlich, was da nicht fehlen darf, ist wieder der Kachelofen. Und da geht es dann wieder raus in die Küche. Geschirrtücher, Handtücher waren da gehängt. Und immer so ein Spruch dann auf so ein Tuch drauf. Vorratsschrank. Und da ist noch ein alter Ofen. Da haben sie danach gekocht. In dem Kessel da ist dann immer das Wasser heiß gemacht worden. Da war immer Wasser drin. Ja, und in solche Regale, da haben sie immer die Teller rein und die Schüsseln. Das weiß ich auch noch von meiner Tante. Und da, glaube ich, ist in den Keller runtergegangen, was sie halt Keller gehabt haben. Ne? Und nach oben, da ist aber jetzt zu, da waren dann die Schlafräume. In dem Haus war er jetzt drin.
zeige ich euch nochmal. Da hinten sind diese Häuser, wo wir herkommen sind. Und da ist ein Dorfweiher, das darf natürlich auch nicht fehlen. Ein Dorfweiher. Und jetzt gehen wir da weiter. Hier gibt es auch Ziegen. Also alles, was man halt früher gehabt hat. Ne? Da kommen noch mehr. Und der Fluss da, das müsste die Aisch sein. Ja, und hier ist ein Bauerngarten, aber da ist natürlich jetzt nicht viel drin. Das sieht man ja. Die haben schon Zwiebeln angebaut. Da vorne ist Salat. Und dazwischen immer wieder mal Blumen. Das seht ihr, da ist eine Pfingstrose, eine richtig schöne, fette. Und die hat richtig große Knospen dran. Da sind auch, was ist das? Na, das ist Lauch. Das ist doch Lauch da. Das ganze Beet voll. Da vorne haben sie Kräuter drin, vereinzelt. Naja, das wird jetzt alles erst gemacht. Da hinten kommen dann wieder die Bohnen hin mit den typischen Bohnenstangen. Und links hinten, da sind schon Kartoffeln drin. Sieht man auch schon. Die Kamine finde ich immer faszinierend. Faszinierend natürlich. Schaut mal. Und das habe ich jetzt gesucht. Ein altes Mühlenrad. Das sind zwei da. Jetzt hat sich aber gerade das eine gedreht. Warum hat das aufgehört? Da wurde Korn und so weiter gemahlen. Oben sieht man diesen Trichter, wo es reingefüllt wurde. Jetzt fängt es auch wieder an. Jetzt drehen sich alle beide. Also nochmal, in solchen Säcken wurde das Getreide da die Treppe rauf getragen und das wurde dann in diesen Trichter reingeschüttet und dort wurde es gemahlen, da ist das Mahlrad und das Feine oder das Mehl, das Gemahlene, das kam dann da raus. Hier. Und kam wieder in Säcke rein. So ist es dann abgefüllt und dann ja, verkauft man den. Hier hat der Müller mit seiner Frau geschlafen. Das ist das Schlafzimmer. Da sind zwei Kleiderschränke, uralte. Und da ist das Himmelbett. Und wenn ihr seht, da oben am Himmel, da ist er der Länge noch halb ein Brett rüber und da hat der Müller immer, wenn er ins Bett gegangen ist, seine Hosentaschen ausgeleert und hat dann die Münzen, die er drin gehabt hat, auf die hohe Kante gelegt, also praktisch aufbewahrt, dass kein Fremder auch hinkommt hat und ja, drum, da kommt es anscheinend her, auf die hohe Kante gelegt. Und das Bett, wenn man anschaut, das ist ziemlich kurz, also es ist keine 2 Meter. Entweder waren die Menschen früher viel, viel kleiner als wir jetzt. Jetzt geht auch noch die Treppen hoch. Ich will noch sehen, was unterm Dach da ist. Alte Geräte, ja, Zimmer auch. Was das für welche waren, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber da ist zum Beispiel auch so ein Bett. Oh, das knatzt ganz schön, die Dielen. Hier ist noch so ein Bett. Auch oben Bretter drüber, ne? Ein alter Schrank. Ja, Platz hatten sie schon da, ne? Da stehen Säcke oder liegen Säcke rum. Ist Sackträger, was ist das? Trägerhilfe. Das da sollte die Trägerhilfe sein.
weiß zwar jetzt nicht, wie das funktioniert, aber wenn das da steht, mit Hilfe eines Sackträgers konnten zwei Personen einen schweren Mittelsack leichter tragen. Hier ist noch einmal ein kleiner Raum. Die Kammer heißt die da. Naja, die Kammer, wie man es halt immer früher gesagt hat. Da ist auch ein Bett. Und da seht ihr unten, ist es zum Draufsteigen, weil die Becken ja doch ziemlich hoch waren. Und wenn die, vielleicht Kinder auch, wenn die zu klein waren, die werden ja nicht ins Bett kommen. Und so konnten sie da draufsteigen. So, da nochmal die Mühle von außen. Und da haben sie eine Pfau-Familie, wobei ich nur einen jetzt sehe. Die anderen, die ruhen sich halt aus. Und jetzt zeige ich euch da drüben, das ist Bad Windsheim. Seht ihr vielleicht den Turm? Vielleicht schaffe ich es noch, dass ich da heute Abend noch ein ganz bisschen bummeln gehe. Der Kirchturm, der heißt Bunderturm. Und weil er eben bunt ist, ne? Ja, sieht man noch ein bisschen. Ja, aber wenn man jetzt weiter rumschwenkt, die Kamera, schaut mal den Himmel, der wird immer dunkler und schwärzer. Hoffentlich erwischt es mich nicht noch einmal. Ich wollte euch doch noch ein bisschen was zeigen. Das ist jetzt die Mühle von der Rückseite. Und wenn wir jetzt da weitergehen, ihr hört es ja schon rauschen alles, da ist das Wasser und da kommt das Wasser rauf. Weil irgendwie muss ja diese Mühle auch angetrieben werden. Ja. Ja, jetzt geht auch das Große wieder los. Gehen wir noch einmal da oben rauf. Auf dem Weg nach oben sehe ich jetzt da einen Baum. Der ist so gedreht, wenn ihr das einmal genau anschaut. Ne? Gedreht und ein bisschen nach oben gezogen, so schaut es aus. Und es geht bis rauf. Der muss ja auch ziemlich alt sein. So, und da kommt jetzt das Wasser. Und es läuft daher zum Wasserrad. Hier seht ihr das. Da werden die Schaufeln, so heißt es, werden da mit Wasser gefüllt, dann dreht sich das Rad wieder. Je mehr Wasser, desto schneller geht es ja auch. Ne? Und wenn unten wieder genug Wasser drin ist, nein, jetzt sehe ich gerade das andere Wasserrad, das kriegt extra Wasser. Da drüben. Da ist durch der Balken davor. Aber das kriegt nicht so viel Wasser und deswegen dreht sich das nicht dauernd. Jetzt haben wir es. Ja, gewaltig. Jetzt hat es auch tatsächlich aufgehört zu regnen. Jetzt gehe ich weiter, damit ich euch noch ein bisschen was zeigen kann. Jetzt ist eine gute Luft, allerdings ein bisschen dämpfig ist es auch. Ne? Und jetzt schauen wir mal, vielleicht hält es so lang. Wäre froh, weil ich jetzt extra da so weit hergefahren bin. Ist ja nicht gleich um die Ecke von mir. Und möchte ja selber auch noch ein bisschen was sehen. Ne? Da kommen wir jetzt zum Jagdschlösslein oder Schlösschen. Mal schauen, ob man rein kann. Also überall, wo ich rein kann, gehe ich auch rein. Ich bin ja interessiert daran, das ein bisschen anzuschauen, wie das so früher war. Ne? Und das sind richtig saftige Wiesen mit Löwenzahn und Gräsern und bestimmt noch anderen Kräutern, Unkräutern. Klee sehe ich jetzt auch da. Und ich weiß nicht, wie das andere heißt, das ist wie so eine Klette. Gehört alles dazu, zu solchen Wiesen. Aber ich muss ehrlich sagen, in dem Garten geht es halt nicht. Weil manche sagen, ja, lasst halt diese Wiesen wie ein Rasen wachsen und freut euch über die Blumen, Gänseblümchen, Löwenzahn. Das geht in einem Garten nicht, vor allem nicht, wenn man Kinder hat.
Oder wenn man Hunde hat, ist es auch schlecht, weil die schnappen ja auch dann immer nach den Bienen. Da muss man immer aufpassen. So, jetzt gehen wir mal da rein. Jagdschlösschen aus Eierlohe. Das ist ja alles zum Teil umgebaut worden. Ne? Stein für Stein abgetragen worden und ist hier dann im Freilandmuseum wieder aufgebaut worden. Ja, das ist Tor, da gehen wir jetzt rein. Da haben sie zwei Beete links und rechts mit Blumen. Aber natürlich jetzt um die Zeit blüht auch noch wenig. Aber macht ja nichts. Trotzdem kann man schon einiges erkennen. Ich bin jetzt mal reingegangen. Gehe ich in den ersten Raum. Ja, da wird überall beschrieben, ne? Vom Adel und so weiter. Da schauen wir her, was die für Betten gehabt haben. Ne? Die haben natürlich oder wahrscheinlich Kapret über dem Kopf braucht, um das auf die hohe Kante zu legen. Da ist offen. Rosa, Freiherr von Eib, hat vielleicht darin geschlafen, ich weiß es nicht. Dann gehen wir mal ins nächste. Da ist die Toilette. Ja, da ist die Toilette. Die haben sogar eins im Haus gehabt. Ne? Wenn die armen Leute, die auf den Bauernhöfen, die mussten ja alle raus. Wenn sie auf die Toilette mussten, da gab es auch dann das Plumpsklo. Hier sind wir reinkommen, das ist der Eingang und Ausgang zugleich. Da oben geht es auch noch wohin. Vielleicht gehen wir rauf. Und da ist der Speiseraum. Jawohl. Ein uralter Radio, ein uraltes Radio ist da. Und hier die alten Bilder. Die Vorhangstangen, die kenne ich auch noch, also so ähnlich hat man es früher auch, wie ich noch ein Kind war. Wer Interesse hat, der muss das einmal durchlesen. Ich sage, so wie früher, so ist es auch heute. Ne? Könnt ihr ja stoppen, das Video zum Lesen. Uralte Stühle. Leider steht nicht da, wie alt die sind. Hier seht ihr einen Jagdhorn. Hier wird Wein angebaut. Aber da oben, doch, ich sehe es, weil der treibt ja jetzt erst aus, meiner daheim auch. Jetzt sehe ich es. Dass der erst zum Treiben anfängt. Also vielleicht, wenn ich irgendwann wiederkomme, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber er treibt. Meiner daheim treibt nämlich auch erst, habe ich gesehen. Also ist ein bisschen weiter wie da, aber der braucht immer länger. Ja, und jetzt kommen wir zum Weinbauernhof. Und passend dazu, da haben wir gleich die Weinbergschnecke. Habe ich auch im Garten daheim. Also neulich war bei mir im Garten einmal großes Schneckensterben und ich weiß nicht warum. Da sind die Weinbergschnecken, die sind quer über die Wiese gelaufen. Ich weiß nicht, was die vorgehabt haben. Und ich schaue zum Fenster raus und denke mir, was ist denn jetzt los? Die bewegen sich ja nicht. Ne? Und immer so alle 30, 35 cm eine Schnecke. Ich bin dann rausgegangen und habe gesehen, dass die alle schleimen. Ich habe weder Schneckenkorn gesehen, noch irgendwelches Gift, gar nichts. Ich weiß nicht, was da los war. Aber ich habe auch gestern gesehen, es sind noch genügend da. Also warum das so war, das waren alte und junge. Es kann also nicht Alters, welchem Alter sein. Keine Ahnung. Die haben mir richtig leid getan. So, und da sind wir jetzt innen in dem Weinbauernhof da, Weingutshof. Muss ich mal schauen, ob man da auch rein kann. Die Tür schaut recht geschlossen aus. Versuchen wir es einmal. Na, die ist zugesperrt. Dann gehen wir mal außen rum. Vielleicht sehen wir dann innen was. Jetzt hört die Sirene.
Hoppala, jetzt wäre ich bald vor lauter nach oben schauen noch hingefallen. Hier, einer. Ach Gott, ich möchte mal bloß für einen Tag einmal in der alten Zeit leben. Ich möchte wissen, wie die geschuftet haben, wie die gelebt haben. Ein Tag wird mir schon mal reichen. Bloß zum Reinschnuppern. Na, da geht's rum, vielleicht kann man da rein. Nee, da ist alles zu. Naja, macht nichts. Da ja da Mist liegt, nehme ich an, dass auch der Stall oder Stallungen gewesen. Ja, das ist was fürs Pferdehalfter an der Wand. Was ist denn da hinten? Da sind Türen, oben und unten. Irgendwelche Tiere waren da auch drinnen. Steht nirgends, sonst hätte ich es euch gesagt. Ja. Ja, da gehen wir jetzt einmal um den Misthaufen da rum. Ist eigentlich typisch, ne? Das war immer da vor der Eingangstür vom Haus eigentlich, in der Grube drin. Ne, da haben die ihren Kompost alles reingeschmissen. Ne? Die haben ja früher auch alles verwertet, besser wie es mir die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Aber jetzt fangen wir ja wieder an. Da, das seht ihr das. Seht ihr das? Äpfel, Zwiebeln, Blumen, Zwiebeln, da kommt alles rein und das kompostiert dann. So, da ist in die Küche reingegangen. Ich bin jetzt wieder im Erdgeschoss unten. Alter Küchenschrank. Da sieht man, wie die das Geschirr aufgeräumt haben. Die haben ja schließlich früher nicht so viel Geschirr gehabt wie mir jetzt. Ne? Wir haben ja ein, zwei komplette Service manchmal. Und es würde da alles gar nicht reinpassen. Den hat er einen Teller, einen Suppenteller, manchmal noch ein flacher dazu, hat ihn dann gereicht. Ein, zwei Töpfe, ja, Pfanne. Die haben nicht so viel gebraucht wie mir. Und da, was ist da? Also das könnte sowas wie bei uns das Waschhaus sein. Hier ist nämlich was zum Schüren. Und das ist so ein Wasser, ja, Ofen, da kommt hier das Wasser raus, das heiße. Also nehme ich dann doch an. Vielleicht war das früher alles ein bisschen anders. Kennt ihr noch den Lichtschalter? Hat man doch da gedreht. Aber jetzt geht es natürlich nicht. Ist ja klar. Wenn da die Gartenmoni kommt und dort spielt da rum, muss ausgeschalten werden vorher. Ja, die kenne ich auch noch. Und da drüben, hier Deckelhalter, sowas haben wir ja eigentlich auch noch, ne? Eine Schlafkammer mit getrennten Betten. Ein wunderschöner kleiner Ofen. Die finde ich immer so schön. Hatten meine Eltern auch immer einen. Aber ich weiß nicht mehr, warum der dann weggekommen ist. Keine Ahnung. Vielleicht war er auch kaputt mit der Zeit. Werden die ja auch immer kaputt, nehme ich an. Da ist sogar so ein Gusseisener. Boah. Dann hier die Couch. Und da haben sich wieder die Leute aufgehalten, alle. Und da hat dann die Mutter genäht. Ja, die Männer, die haben sich unterhalten da hinten oder mit den Kindern gespielt oder was. Und die Mutter, die musste halt nähen, wenn es was zu nähen gab. Hier gibt es öfters Vorführungen. Da wird gezeigt, wie Weinfässer hergestellt werden. Wie sie hergestellt werden, mit welchem Holz und so weiter. Ja,
Ja, das ist jetzt der Marktplatz. Da in der Breze nehme ich einmal an, dass da vielleicht der Bäcker drin war. Schauen wir mal. Also von einem Bäcker sehe ich nichts, aber Wein, Weinfässer. Naja, es ist da hier ja sowieso die Weingegend. Was will man da anders erwarten, ne? Da außen haben sie ja ein Mühlrad hingestellt. Und das ist noch von der alten Presse. Ein Teil. Eine Pergola mit Tisch. Es ist ja urig, ne? Da traut man sich zwar nicht mehr draufsetzen, aber das schaut so schön aus. Da sind wir reinkommen. Und die haben sogar schon Balkon gehabt, seht ihr das? Hat es früher auch schon gegeben. Als Kind habe ich immer gedacht, wir sind die Ersten, die einen Balkon haben. So, und jetzt schauen wir mal da rein. Oh, da wird es dunkel. Das sind die ganzen Geräte, die sie braucht haben, um die Weintrauben zu quetschen und ja, den Saft abzufangen und abfüllen und was weiß ich alles. Schon eine Heidenarbeit. Also umsonst ist der Wein, ein guter Wein, nicht so teuer. Seht ihr, und da muss man mal runtergehen, in den Keller. Da sind die Fässer auch gelagert worden, da war es dann kühl. Die haben dann eine bestimmte Temperatur gebraucht. Und da ist der Wein dann, der hat dann gegärt und ja, irgendwann konnten sie ihn abfüllen. Da hat es dann immer Versuch gegeben, einen Weinversuch. Ich denke mal, da ist keiner nüchtern dann heimgegangen. Das sind kleinere Fässer. Krüge, Weinkrüge. Muss ich an einen Film denken. War Markt, Mittelalter. Und dann saß so einem großen Krug, ist da der Wein eingeschenkt worden. Hier der Waschraum. Da hinten ist die Wäsche gewaschen. Oder auch dann im Freien natürlich. Ja. Und das war. Da ist die Wäsche reinkommen und ist gequetscht worden, dann hat es das Wasser rausgezogen und ja, dann war die Wäsche schneller trocken, ne? So wie bei uns jetzt der, ja, die Schleuder, so haben die das halt so gemacht. Und hier sieht man, wie die früher die Wände gemacht haben. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das war Sägespäne und Lehm. Das ist dann nass gemacht worden, vermischt worden und dann da eingearbeitet worden. Sieht man ja. Und wenn das getrocknet ist, ist das steinhart. Ja. Aber irgendwann, glaube ich, fängt es trotzdem mal zum Bröckeln an. Ne? Wie jetzt hier müsste ja auch was gewesen sein. Da ist vielleicht auch nicht richtig gemacht und das kann ja auch sein. Ja, da haben die ganze, das ganze Haus, das ist die Scheune gewesen, haben die da so gemacht. So ist früher gebaut worden. Und da wird bestimmt wieder der Bauerngarten angepflanzt. Bin ich doch ein bisschen zu bald dran, weil ich wollte eigentlich sehen, was schon drin ist, aber eigentlich hätte man es denken können. Ich habe ja selber auch noch nicht viel gepflanzt, also was soll's. Ich komme irgendwann im Sommer noch einmal her. Da kommen ein paar Hühner entgegen, mit einem Gockel. Ob die weggehen? Nö. Ja, die sind es schon gewohnt, dass da Leute rumlaufen. Ne? Sie gehen zwar nicht her, aber sie hauen auch nicht panisch ab. Da ist wieder der Bauerngarten, die haben ringsrum Blumen gepflanzt.
wie ihr seht, mit einschließlich Rhabarber, Pfingstrosen, Lilien, Kaiserkronen da drüben, was ich so auf die Schnelle erkennen kann. Mit der Lilie in der Nachtkerze. Ja, und mittendrin natürlich die Bohnenstangen. Und hier sehe ich schon Salat, so ganz kleine Pflänzle. Und da drüben sehe ich schon Gurken oder sowas aufgehen. Vielleicht, weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher. Und hier sind diese Zwiebeln, wo ich mir jetzt heute eine auf dem Kräutermarkt gekauft habe. Dazwischen der Wolfsmilch, Petersilie. Also da ist alles durcheinander. Und so sollte eigentlich ein Garten normalerweise sein. Das hier ist ein uraltes Haus. Muss ich dann nur schauen, von wann das ist, ob ich das finde. Und da sind immer Vorführungen, da wird geklöppelt. Na, gewebt, Entschuldigung, gewebt. Da war ich einmal da vor einigen Jahren und habe da zugeschaut und es war während der Adventszeit, herrlich, sage ich euch, mit Weihnachtsmusik und der Glühwein hat geduftet und die Leute, die Einheimischen, haben dann dazu gesungen, die waren da gesessen. Also das ist was Einmaliges, wenn man das einmal miterlebt. Das war so schön, wenn ich denke, wie unsere ja, Weihnachten manchmal sind, also ich meine, das kommt ja auf jeden selber drauf an, aber so sind sie nicht, wie es früher waren. Die Schlafstube. Also 1703 habe ich jetzt gerade was gelesen, ist das erbaut worden. Das sind ja auch nur uralte Türen, ne? Da ist die Küche? Nee. Ich denke mal, die Vorratskammer, sowas stockdunkel. Da ist wieder der Stall nebenan. Und oben sind wieder die Schlafräume von den Leuten, von den Bauern gewesen. Das ist, also müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr in solchen Häusern seid. Unten sind die Tiere und oben die Schlafräume. Und das ist deshalb so, weil die Tiere, die haben ja immer Wärme abgegeben. Die Wärme steigt nach oben, dann geht die praktisch oben durch den Fußboden durch, weil oben haben die keine Heizung gehabt. Ne? Und dann ist es da oben auch warm geworden. Und deshalb war das so. Da ist nochmal ein Bauernhof. Aus 1772 gebaut. Oh, da blüht der Flieder so schön. Oh. Meiner ist noch klein, aber der hat auch zwei Blüten im Garten. Und die alte Brunne, der alte Brunnen, die Pumpe. Da haben sie mal einen Misthaufen. Also, jetzt wollte ich sagen, da ist er nicht vor der Tür, da ist er mal woanders. Stimmt nicht. Achtung. Da geht's zum Wohnhaus. Und da ist eine Hundehütte, sieht man ja auch nicht mehr. Das ist schon ein größerer Hof gewesen. Merkt man schon. Da ist die Toilette, ganz vornehm. Hier. Bitte eintreten. So, da haben sie hier oben im Bauerngarten. Haben sie schon Zwiebeln rein, haben Markierstäbe dahin. Hier, Markierstäbe. Haben sie halt einfach stecken genommen, was sie gehabt haben. Da haben sie ein einfaches Klettergerüst gemacht aus dürren Ästen. Kann man alles machen. So was mache ich immer gerne nach. Da steht 1823. Also das ist schon arg alt. Und immer zum Garten hin war eine Tür, ne? War immer zu eingezäunt. Hier geht es wieder zu den Ställen oder zum Stall. Ich weiß nicht, wie viel sind. Da waren sie mal angehängt. Und der Boden, der ist immer leicht schief gewesen, schräg nach in die Mitte runter. Da war dann eine Rinne und da ist dann praktisch der Urin und das alles rausgelaufen. Und nach außen, das ist dann aufgesammelt worden zum Düngen. Vielleicht weiß das mancher noch nicht.
die waren schon ein wenig größer, die haben noch mehr Tiere gehabt. Und hier kommen wir wieder in der Küche, die war jetzt schon moderner. Das merkt man schon. Nicht mehr von 1600, 1700, sondern von 1800 noch was dann, ne? 1900. Und dann, sowas habe ich in klein, hat meine Mama immer zum Nüssemalen genommen. Dann ein Fleischwolf habe ich auch dann daheim, aber ich benutze ihn eigentlich nicht. Wer so einen Herd da noch nicht kennt, hier. Unten in dem großen Schub ist immer das Brennholz reinkommen. Das große, da ist die Backröhre gewesen, da ist geheizt worden, dann ist die Asche dort durchgefallen, da hat man immer die Asche dann raus. Und da oben konnte man auch immer dann reinfüllen, da hat es ja so einen Stab gegeben aus Metall, da hat man das Loch dann ins Loch rein und hat die hochgehoben, dann konnte man da schön nachschüren. Je nachdem, wie groß das Holz war, je größer, umso mehr Ringe musste man wegtun. Und da, das ist ja so ein Tank, Wassertank, und da war immer Wasser drin und die hatten immer heißes Wasser. Und da ist nochmal das Schlafzimmer von den Eltern getrennt. Naja, vielleicht haben sie es auch zusammengeschoben, das kann ja sein. Und ich lese gerade, jeweils das jüngste Kind durfte immer damit schlafen. Und da haben wir wieder so ein kleines Kinderbettchen. Da die gestickten Decken. Habt ihr auch noch so eine? Solche gestickten von der Oma? Schauen wir da weiter. Da war noch einmal eine kleine Schlafstube gemacht, aber ich glaube, das war keine. Das haben sie bloß reingestellt. Weil nämlich da oben, da ist ja alles offen. Das ist nur Verzierung. Und da ist ein Kachelofen. Hier. Und da ist ein Ohrensessel. Da war bestimmt immer die Oma drin gesessen. Am Ofen dort. Hat gestrickt. Stelle ich mir halt einfach alles so schön vor. Da die Couch. Und wieder die Bank ringsum. Ach, die Tischdecke, schaut mal. Und natürlich wieder die Nähmaschine. Die darf nicht fehlen. Die Frau im Haus, die musste immer auch selber nähen, wenn es geht. Und das haben, glaube ich, früher alle gemacht. Und da ist so ein schöner Schrank. Sowas wird mir auch gefallen. Da wird die alles Neue raushauen und wird sowas Altes reintun. Und natürlich haben die auch wieder Muster an der Wand gehabt, haben getüncht. Und jetzt fängt es wieder zu tröpfeln an. Jetzt gehe ich in die Gaststätte und trinke einen Kaffee. Ich nehme euch einfach wieder mit. So, ich habe jetzt entschlossen, ich höre auf, es regnet schon wieder, das ist so ungemütlich, so feucht alles. Ich werde da wieder herkommen. Ich hoffe halt, dass das euch ein bisschen Spaß gemacht hat, der kleine Rundgang. Es fehlt bestimmt noch die Hälfte, was ich anschauen müsste, aber es gefällt mir nicht mehr. Ich gehe jetzt noch ein bisschen nach Bad Windsheim in die Stadt rein. Es sind noch einige Schritte, aber davor will ich jetzt euch noch das Schulhaus zeigen und was das da hinten ist, das blaue Haus, da schauen wir auch noch rein. Und ja, sonst tut mir leid, aber das Wetter hat jetzt halt überhaupt nicht mitgespielt. Aber das nächste Mal dann. Aber ein kleines bisschen was habt ihr gesehen. Also ich kann so ein Freilandmuseum wirklich nur empfehlen, da gibt es ja etliche in Deutschland. Und das sollte man mal sehen, wie früher die Leute gewohnt haben, gearbeitet haben, wie die gewohnt haben. Das, also es ist manchmal unglaublich, und da überlegt man schon, dass die das überhaupt geschafft haben. Ja,
Jetzt schauen wir mal da hinten noch in das Haus rein, was da drinnen war. So, da gehen wir jetzt einmal rein. Das finde ich ganz schnuckelig da. Ein bisschen bunt. Da ist ein Dach und das Dach raufgegangen. Hier. Kachelofen wieder. Und ein Schmiedeeisen. Und oben sind die Kacheln. Und eine kleine Babywiege. Ach, da hat der Schmied gewohnt. Jetzt haben wir es. Ja, viel sieht man jetzt nicht, das muss man alles lesen, aber das kann ich euch jetzt gar nicht alles vorlesen. Da geht's wieder raus. Jetzt habe ich es gerade gelesen. 1680 ist es gebaut worden, das Haus. Allerdings nicht hier auf dem Platz, weil, wie ich schon gesagt habe, das ist ja ein Freilandmuseum, da wird solche alten Häuser, die werden irgendwo, wo sie halt gerade stehen und stehen unter Denkmalschutz, die werden abgebaut, Stein für Stein, Holz für Holz und werden dann hier oder in anderen Museen aufgebaut wieder. So, und jetzt gehen wir mal ins Schulhaus. Schauen wir mal rein. Vielleicht ist gerade Unterricht, dann können wir was dazulernen. Hier auch wieder an der Wand schon getüncht. Schöne Muster dran. Palmen. So, schauen wir erst einmal da rein. Also das kann schon mal kein Schulhaus, kein Klassenzimmer sein, so rum. Aber toll, ne? Da haben sich bestimmt die Lehrer aufgehalten. Oh. Schauen wir mal durch die Tür, schauen wir durch. Ah, da sind auch Bücher drin noch alle. Ob es alt sind? Ja, doch. Weiß nicht, ob man da was, na, kann man nichts lesen. Ist zu unklar und scharf. Hier haben sie eine Küche gehabt. Vielleicht ist da auch für die Schüler mitgekocht worden, weiß ich nicht. Oh, die Tischdecke wieder, zeige ich euch. Gestickte. Das ist bestimmt mancher begeistert. Andere wieder sagt, sowas würde ich nicht in meine Wohnung tun. Kenne ich schon. Teller. Den Boden, hört ihr das? Das knatzt vielleicht. So, gehen wir mal da rauf. Vielleicht sind da oben die Klassenzimmer. Ah ja, jetzt sehe ich es. Jetzt kommen wir in das Klassenzimmer rein. Ja. So hat der alte Schulzimmer ausgeschaut. Also diese Bänke kenne ich auch noch. Vielleicht ist das noch ein bisschen älter, das glaube ich fast. Aber ich habe auch vorne das Tintenfass gehabt. Also könnt ihr euch da noch dran erinnern? Hier, das ist dann aufgegangen, da war da innen das Tintenfass. Und da hat man immer mit dem Federhalter eingetaucht und geschrieben. Da war das Pult vom Lehrer. Und da ist die altdeutsche Schrift. So, ich gehe mal ein bisschen rückwärts. Da war die Tafel. Und da ist man immer vom Lehrer aufgerufen worden und musste dann vor. Da habe ich immer so Herzklopfen gehabt. Manchmal habe ich nichts rausgebracht. Ist auch ein Ofen gewesen. Ja,
dass die Schulkinder nicht frieren. Da haben sie ihre Hände waschen können. Und da ist noch ein Schrank, ne? Da sind Sachen drin gewesen zum Lernen. Sind da eingesperrt worden. Ja, und das da war der Rechner. So haben wir rechnen gelernt. 1 plus 1 und ist losgegangen. Und ja, das hat unsere Rechenmaschinen, unsere Rechner, die haben jetzt das praktisch übernommen, was man damals alles mit Kugeln und mit der Hand rechnen musste. Und im Kopf vor allem musste man rechnen. Jetzt braucht man bloß noch tippen und dann kommt das Ergebnis. Hier sind ein paar Ausstellungsstücke noch da. Beachtet mal die Wände wieder, schön gemacht, ne? Ja, dann die Betten, richtig kunstvoll, das Bettgestell. Da haben wir ein Kinderbett hergestellt und da der Kinderwagen. Na, der ist gigantisch, ha? Wow. Und da ist noch eine Kommode. Da sind links und rechts Kerzen, die waren dann angezündet, damit die Frauen damals auch was gesehen haben, sonst wäre es ein bisschen dunkel gewesen. Dann müssen wir da noch einmal schauen, was das für ein Gebäude ist. Das ist schon wieder ein bisschen was Größeres. Da ist eine Tafel. Bauernhof mit Schmiede. Ja, da war die Schmiede und das Wohnhaus. Und der Bauernhof. Hier ist wieder ein uraltes Haus. Da kann man schon sagen, das ist uralt. Ne? Schaut mal die Fenster an, die Fensterläden, die Fenster und überhaupt das Holz, die Balken, die da verarbeitet sind. Ist ja auch der Holzwurm drin, aber ich denke, dass die das immer behandeln. Müssen sie ja nicht, wenn sie es erhalten wollen. Und das ist das Haus. Das ist die Schäferei vom Schäfer, das Haus, das Wohnhaus, denke ich mal, gewesen, wo auch dann die Wolle, die Schafswolle verarbeitet wurde. Da sieht man auch noch zwei Schafswegen, Schafwagen oder wie die heißen. Wenn er mal losgezogen ist mit seiner Herde. Irgendwo musste ja der arme Schäfer auch schlafen. Sieht man aber ab und zu heute auch noch. Bloß haben sie nicht mehr so kleine, primitive Wagen, sondern natürlich schon andere. Also dieses Schäferhaus, das ist 1744 gebaut worden. Also ich habe ja gesagt, uralt, das sieht man einfach. Ne? Da oben steht Zucker. Spitzen wir auch noch kurz rein. Es ist überall so dunkel. Ne? Couch haben sie noch da. Da ist ein Schäfer auf dem Foto mit dem Sohn. Aber ich glaube, die Menschen damals, die waren glücklich. Auch wenn sie keinen Komfort hatten, so wie wir jetzt. Und da ist gute Geschirr drin gewesen, wie sie mal gesagt haben. Das gute Geschirr, das ist dann immer bloß Sonntag genommen worden. Ne? Huhu! Über den Kachelofen waren die Stangen und da ist immer die Wäsche hingehängt worden zum Trocknen. Ne, oder wenn sie vom Feld gekommen sind und von der Arbeit, ist die Wäsche aufgehängt worden, dass trocken wird. Da ist eine kleine Stube zum Schlafzimmer zum Schlafen. Das ist also nur ein Bett, wo beides auch so 1,10 ungefähr breit ist. Ein bisschen mehr wie ein Meter. Vielleicht haben da sogar auch zwei drin geschlafen. Da gehen wir rein. Ist das die Küche oder was ist jetzt das? Ja, ich denke schon, weil da ist ja ein Herd, ja, genau. Hier ist geheizt drin an dem Herd.
Da hinten ist ein großer Trog, da ist wahrscheinlich auch die Wäsche drin gewaschen worden, mit, nehme ich einmal an. Und alles gemacht worden in dem in Kessel da. Ja, und Obstbäume hat es also viel gegeben, weiß ich auch noch von meinen Tanten und Onkels. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist alles verarbeitet worden. Da hat es keine Bananen und Ananas und solche Mango und solche Sachen gegeben, sondern da ist im Winter dann das getrocknete Obst gegessen worden. Und da hat man auch seine Vitamine gehabt. Oder halt das Eingemachte auch. Hm? Auf dem Weg jetzt sehe ich da eine Gartenfläche, eine größere. Da ist außen sind Gewürze angepflanzt. Lavendel, Thymian, Oregano. Das müsste Majoran sein, Winterbohnenkraut. Zitronenmelisse. Da geht es nicht da außen rum, da ist das Gras so hoch, weil das nass ist. Meine Schuhe sind eh schon fast durchgeweicht. Da noch rum. Hier Mariendisteln pflanzen die da an. Kann man auch was rausmachen, ne? Sommeradon ist nicht essbar. Für was braucht man das dann? Auch bestimmt für irgendwas, vielleicht für irgendeine bestimmte Arznei, das man dann richtig verarbeiten muss und dann hilft es auch was. Aber essen darf man es nicht, da ist giftig. Dann hier der Sonnenhut. Es kommt da jetzt alles erst raus. Sieht man noch nicht so viel. Aber das da, was ist das da? Oh, ich muss aufpassen, ich rutsche da immer ab. Nicht, dass mich nur hinhaut. Wermut ist das. Kennt ihr Wermut? So schaut es aus. Wächst natürlich jetzt dann. Da kommen Ringelblumen. Das ganze Feld, ja, die gehen überall auf. Habe ich auch eine Stelle im Garten, da gehen auch viele Ringelblumen auf. Da werde ich ein paar verpflanzen, die anderen lasse ich einfach stehen. Und das ist Salbei. Hier steht's, ja. Ja, die verarbeiten das ja da, ne? Da machen sie Gewürze, Tees raus und Bonbons, habe ich auch gesehen. Eibisch. Und das da, was ist jetzt das? Baldrian. Habe ich auch noch keinen so gesehen. So. Und da ist Schluss. Benediktengraut soll da kommen. Aber man sieht nichts und ich weiß auch gar nicht, was das sein soll. Jetzt habe ich erst gedacht, das wäre so ein kleiner Weiher. Derweil ist es der Fluss, der kommt da hinten vor. Seht ihr das ganz hinten? Dann schlängelt er sich da rum. Her. Und geht dann da weiter. Da, wo ich jetzt herkommen bin. Und geht dann vor. So, jetzt bin ich auf dem Weg zum Ausgang. Also wie gesagt, ich werde da wieder herkommen, aber erst in etlichen Wochen, wenn alles dann schön blüht, damit ich auch die Bauerngärten richtig sehen kann. Weil das interessiert mich am meisten, wie ihr euch vorstellen könnt. Am allermeisten, außer den Häusern und so. Hier zeige ich euch mal, um die Bauerngärten ist ja immer Zaun drum. Und da haben die Wein wachsen lassen. Ja, da sieht man auch schon die Knospen überall. Und das ist so ein kleiner Pavillon. Da haben sie sich aufgehalten. Ai, ist das gemütlich. So, und da alles mit Kräutern voll. Also es ist ein Kräutergarten. Da steht dafür, was das oder gegen was das alles ist. Kopf, Niere, Blase, Gebärmutter, Brust, Leber. Hoppla, jetzt bleibe ich gleich mit dem Kabel hängen.
Glieder. Ja, ist schon interessant. Weil der kleine Pavillon gefällt mir. Den hätte ich auch gerne im Garten. Einfach, ich weiß nicht, einfach gemütlich, ne, wenn man da drinnen sitzt, oder? So, ich bin draußen aus dem Gelände. Es war schön. Leider hat das Wetter nicht mitgemacht. Aber trotzdem war schön. Und ich hoffe, dass euch jetzt auch gefallen hat. Ich gehe jetzt noch in die Innenstadt. Wenn es da noch was Interessantes gibt, das nehme ich auch noch auf und zeige es euch. Jetzt gehe ich Richtung Marktplatz und dann sehe ich da ein tolles Haus. Das ist schön. Mit dem Turm, der ist auch ein bisschen bunt. Müsste man doch eigentlich auch sehen. Hier, das sind so bunte Dachziegel, so wie, also leicht in Regenbogenfarben. Dieser Kirchturm hier mit dem schönen bunten Dach heißt Seekapelle. Und der Name kommt daher, weil da früher direkt da ein See war und deswegen Seekapelle. Muss ich einmal herzoomen, damit ihr mal das Dach seht. Seht ihr? So, ich zeige euch jetzt dann noch ein paar Häuser. Weiß jetzt allerdings auch nicht, was das dann genau ist oder gewesen ist. Aber einfach nur ein bisschen einen Blick drauf werfen. Hier die Seekapelle, also diese Kirche da, die hat eine schöne Sonnenuhr. Die schaut toll aus. Aber mit der Sonnenuhr, das ist auch ein Problem. Wie ist das, wenn nicht die Sonne scheint? Da vorne sehe ich einen Turm, irgendein Gebäude mit Turm, da gehe ich noch hin. Ja, jetzt weiß ich, was das ist mit dem Turm. Das ist die Zunfthalle am Ochsenhof. Und da werden Wagner-Tanzgilde drin. Spielmanns- und Fanfarenzug Bad Windsheim. Die werden halt da auch drin trainieren, denke ich einmal. Oh! Oh, da oben ist ein Storchennest. Gerade gesehen. Und da ist sogar ein Storch drin. Hier. Also in letzter Zeit sehe ich viele Storchennester. Früher habe ich da gar nicht drauf geachtet. So, und das Haus da eben, wo der Storch oben drauf ist, das ist das Reichsstadtmuseum im Ochsenhof. Und da werde ich das nächste Mal reingehen, da haben sie so Sonderausstellungen von 1960. Was genau das dann alles ist, weiß ich ja nicht, aber das möchte ich dann nochmal anschauen. Ich habe vorhin meiner Freundin Fotos geschickt von Freilandmuseum und das erste, was sie geschrieben hat, ich will auch dorthin mit dir, aber also gut, ausgemacht, gehen wir miteinander, sobald jetzt alles schön blüht und wächst in den Bauerngärten. Das Haus hier schaut recht verlassen aus, schade drum. Könnte man doch auch was Schönes draus machen. So, ich laufe jetzt da nur durch die Gassen durch, aber da ist menschenleer. Da sieht man kaum jemanden da. Das gibt's doch nicht. Hier sieht man noch mal um die Ecke rum das Haus. Und da ist wieder die Seekapelle mit dem bunten Turm. Hier bin ich auf einem kleinen Platz. Weiß ich nicht, wie der heißt. Ja, schaut doch mal das Haus an. Auch ein bisschen krumm und schief, ne? Aber interessant. Und hier ist ein Brunnen. Läuft Wasser. Und obendrauf eine Figur. Leider finde ich nichts, wer das sein soll.
Das ist er, der Roland. Also nicht der Heilige, sondern der Winsheimer Roland ist das. Und das ist 1928 als Bahndenkmal errichtet worden, aus Muschelkalkstein. Die Figur ist 8 Meter hoch und die gesamte Säule ist insgesamt 11 Meter. Mit dem Sockel unten. Und oben noch das Dach. Und es soll an die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs erinnern. Und auf der linken Seite, also von uns aus gesehen, ist es ja rechts, da ist das Wappen von Bad Windsheim eingemeißelt worden. Das, seht ihr das? Das tanzende Bad da oben, das wiegt tatsächlich 3 Zentner. Denkt man gar nicht, ne? Das ist nämlich nicht groß. Vielleicht insgesamt 1,20 Meter größer sind die nicht. Oder der Mann zumindest nicht und die Frau ist kleiner. Jetzt zeige ich euch noch Stiefmütter. Ne? Also die sind ja, sowas habe ich noch nicht gesehen. Muss ich euch jetzt mal zeigen. Schaut mal, die schauen aus wie, soll ich sagen, Orchideen oder so. Ne? Klasse, ne? Die Farben außenrum der Rand, ich bin ganz begeistert. Noch einmal Fachwerkhaus. Ich sag euch, an den Stiefmütterchen, wenn der Samen dran gewesen wäre, hätte ich mir auch mitgenommen. Aber da war noch nichts. Die blühen noch, die sind erst in voller Blüte. So. Also das Motiv muss ich euch auch noch zeigen, mit dem goldenen Schwan. Und dann der Kirchturm und davor dann diese bunten Häuser. So, jetzt, wo ich heimfahre, jetzt wird der Himmel heller, jetzt kommt fast die Sonne wieder durch. Ne? Aber egal, es war trotzdem ein schöner Tag, mir gefällt immer sowas, das wisst ihr ja mittlerweile. Und ein bisschen was gesehen habe ich auch und ich hoffe, euch hat es dann auch gefallen und dass irgendwas Interessantes dabei war. Für manchen nicht, für manchen schon. Also könnt ihr mir mal schreiben, vielleicht habt ihr euch gelangweilt oder ihr habt euch gefreut drüber. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal eine kleine Ausbeute, was ich gekauft habe. Es ist nicht viel, aber ich habe zum Beispiel eine Kümmelpflanze gefunden. Also ein Kümmel, ich habe schon zweimal habe ich schon angesehen und da kommt gar nichts. Und es sind 2 verschiedene Firmen, wo ich den Samen gekauft habe. Also es kann nicht an dem Samen liegen. Entweder mache ich was falsch oder weiß ich auch nicht was. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal schnell, wie der Kümmel ausschaut, so eine Pflanze. So, jetzt, das da ist ein Kümmel. Hier. Hätte ich nie gedacht, ich habe fragen müssen, weil das hätte ich nie gefunden. Das schaut aus wie gelbe Rüben, ne? Das, die Blätter, fast wie gelbe Rüben. Dann hätte ich da wäre ich vorbeigegangen. Auf jeden Fall Kümmel, 2-jährig und der blüht dann und da kann man dann den Samen wegnehmen und auch den Kümmel. Also dann wird er dieses Jahr, nehme ich einmal an, nicht blühen. Weiß ich jetzt nicht. Na, 2-jährig kann der noch nicht sein. Obwohl, weiß man ja nicht. Ne? Also ich lasse mich ganz einfach überraschen und zeige euch das irgendwann dann. Dann habe ich noch einen Kreuzkümmel gekauft. Habe ich auch noch nie im Garten gehabt. Der schaut auch so aus von den Blüten her. Seht ihr das? Kreuzkümmel. Da sind auch so ganz zarte Blätter da. Das schaut fast wie Dill aus. Das da.
Dann habe ich gekauft Currykraut. Oh, Moment. Currykraut Silbernadel heißt es. Gewürz steht drauf und Duftpflanze. Moment, ich zeige euch mal das Schild, was da vorne dran ist. Hier, so schaut es dann aus. Na, jetzt. Dann habe ich noch Mangold gekauft, weil ich mir gedacht habe, den brauche ich jetzt dann nicht sehen. Da kann ich jetzt den auspflanzen. Den sieht man ja so. Und in ein paar Wochen sehe ich dann an, oder erst im Sommer für den Winter, dann das ihn stehen lassen kann. Und da habe ich mir noch dann so solche Zwiebeln gekauft. Die heißen Busch. Na, wie nennen das die jetzt wieder? Die habe ich nämlich auch daheim. Heckenzwiebeln. Die habe ich ja schon erklärt. Da nehme ich immer diese, immer ein oder zwei so die äußeren von diesen Röhren und schneide ich in Ringe und gebe das unter den Salat und das mache ich unheimlich gern. Und ich lasse die dann auch blühen, da kommen irgendwann die Blüten und die sehen sich aus und es werden dann mehr. Ich habe da jahrelang jetzt schon drin gehabt, eine Zwiebel. Moment, jetzt müssen wir wieder um. Jetzt, ich habe da jahrelang so Zwiebeln im Garten gehabt und die ist immer nachgewachsen. Also den ganzen Sommer haben wir da solche Schläuche runtergetan und irgendwann jetzt im Winter über, es ist eine noch da, eine Zwiebel, aber da sind nur zwei so Röhren dran und da will ich jetzt gar nichts wegtun, weil nicht, dass die geschwächt wird und dann kommt es vielleicht überhaupt nicht mehr. Ne? Ja, also jetzt kommt die Sonne, wie ihr seht. Ne? Ja, jetzt wird es hell. Ja, super, ne? Ja, dann, wenn euch das Video gefallen hat, hoffe ich ja doch, dann lasst euch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, abonniert meinen Newsletter, schaut mal im Shop vorbei und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Katja. Tschüss.